Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, hat wieder für euch in The War Within unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Mount von einem Händler und zwar befinden wir uns einmal in Dornegal, hier in der Gründerhalle oder Gründungshalle so rum auf den Koordinaten 39, 23 und dort sind wir beim Rüstmeister für die Fraktion Rat von Dornegal und der verkauft uns, wenn wir dann einen Ruhm von Minimum 23 haben, eine schicke Biene. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen. Die kostet uns insgesamt 11.375 Marken und zwar Resonanzkristalle. Und ja, ich würde sagen, die holen wir uns mal, qualmende Glutbiene, und die können wir dann auch gleich mal ausprobieren. Wie ihr den Ruf erhöhen könnt, werde ich euch am Ende nochmal erklären. Jetzt schauen wir uns erstmal das Mount an. So, dann schauen wir mal Glutbiene. Da habe ich euch auch schon andere Varianten gezeigt. Da gibt es eine über ein Weltevent, wo man ein bisschen was farmen kann, und eine weitere gab es über ein PvP-Achievement. Also, das ist jetzt die aktuelle qualmende Glutbiene. Die ist, ja, in schwarzen Körper mit glühenden Flügeln. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ist auf jeden Fall auch ein Flugmount, wie ihr sehen könnt. Wir können da auch quasi das Drachenfliegen mit benutzen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns auch nochmal das Mount Special an. Moment, ich habe da mein Makro. Seht ihr, es fliegt so ein bisschen hoch. Und dreht sich einmal im Kreis, also hat auf jeden Fall was. Genau, das ist jetzt soweit das Mount. Die anderen Bienen kann ich euch jetzt auch nochmal kurz zeigen. Also Biene, da haben wir hier die wütende Glutbiene, das ist mit einem roten Körper. Das war von der Kategorie Welt, war glaube ich das, was man sich farmen konnte über Marken. Ne, das war das, was man sich farmen konnte über Marken, die gleitende Weidenbiene, genau, und das war das über ein PvP-Achievement. Und das ist jetzt unter Kategorie Welt drin, das ist ein bisschen komisch, aber das ist, glaube ich, PvP und dann Welt, wahrscheinlich deswegen. Zu beiden habe ich auch nochmal ein extra Video gemacht, also wenn ihr es genauer wissen wollt, wo ihr die herkriegt, dann könnt ihr da nochmal gucken. So, jetzt würde ich sagen, Mount haben wir uns angeguckt, wie können wir jetzt den Ruf am besten farmen? Im Optimalfall kriegt ihr den Ruf von der Dornegal-Fraktion dadurch hoch, dass ihr hier erstmal die Kampagne spielt, in der ersten Zone, Insel von Dorn. Dann könnt ihr die Sidequests absolvieren. Zusätzlich habt ihr die Option, Worldquests zu machen. Die bringen immer schön Ruf. Da könnt ihr dann einen Vertrag noch mit draufnehmen. Hier Vertrag vom Rat von Dornegal. Da ist es jetzt so, dass ihr einmal für jede Worldquest, die ihr in The War Within abschließt, nochmal ein bisschen extra Ruf bekommt. Wenn ihr den Rang 3 Vertrag nehmt, kriegt ihr 15 extra Ruf. Und den könnt ihr euch übers Auktionshaus kaufen und oder von einem Inschriftenkundler herstellen lassen. Des Weiteren könnt ihr dann einmal die Rares umhauen. Die bringen wöchentlich einmal 150 Rares. Da kann ich das Add-on Handy Notes empfehlen, beziehungsweise Handy Notes The War Within. Da seht ihr die auf der Map und wird auch angezeigt, ob ihr den wöchentlichen Ruf für die jeweilige Woche schon mitgenommen habt. Zusätzlich könnt ihr euch dann noch die Schätze holen. Die sind nur einmal, aber bringen auch alle 150 Ruf. Da könnt ihr auch im Handy Notes Add-on sehen, wo die Positionen sind. Oder ihr schaut euch mein Video an, wo ich das einmal schon mal ausführlicher gezeigt habe, wo die ganzen Spots sind. Genau, dann haben wir noch die Möglichkeit, beim Theater-Event einmal wöchentlich Ruf mitzunehmen. Da seht ihr auch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, eine Kiste aufgeführt. Ist aber nur bei Max-Level-Chars der Fall. Und dann haben wir da oben noch ein paar Weekly-Quests, unter anderem eine, wo ihr aussuchen könnt, was für Aktivitäten ihr macht, zum Beispiel World-Quests abschließen. Und hier unten bei ihr hier gibt es dann auch noch eine Dungeon-Quest, da könnt ihr euch auch eine Fraktion aussuchen, wo ihr 1500 Ruf für eine von den The War Within Fraktionen aussuchen könnt. Zudem könnt ihr dann auch noch PvP-Quests annehmen, die gibt es, wenn ihr den Warm-Mode anschaltet. Einmal hier unten, die bringen aber relativ wenige Ruf. Ja? Also ihr seht jetzt hier zum Beispiel gibt es 100 Ruf, können wir uns eine aussuchen. Ist jetzt, ja, ist jetzt nicht krass viel, aber wer das Maximum rausholen will, kann dann noch ein bisschen diese PvP-Quest mitnehmen. Gut, das waren jetzt eigentlich so die Möglichkeiten, den Ruf zu erhöhen. Die Resonanzkristalle bekommt ihr wirklich bei allen möglichen Aktivitäten hier in The War Within, von Rares töten, Worldquests machen, Delves spielen. Dungeons gibt es, glaube ich, auch welche, beziehungsweise Raids, also die gibt es eigentlich nachgeschmissen. Und was ich empfehlen kann, wenn ihr mehrere Chars habt, teilweise auch mit Low Chars, einfach diese Weekly Quests zu spielen, wo ihr zum Beispiel 6 World Quests absolvieren müsst oder so einen Balken auffüllen müsst für Rares. Da gibt es eigentlich relativ viele, das könnt ihr dann mit mehreren Chars machen und die Marken könnt ihr quasi auch rüber transferieren. Also da habt ihr
auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Gut, das war's dann mit dem kleinen Mount Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.